seht ihr auf Hauptstadtsport.tv. Jugend trainiert hat auch jenseits der Sportwettbewerbe allerhand zu bieten. Im Haus des Gastes präsentieren gleich zwei Ausstellungen Interessantes und Wissenswertes zu Dopingprävention und olympischer Geschichte. Spielerisch werden die Nachwuchsathleten hier an Themen herangeführt, die in ihrem Sportlerleben noch von Bedeutung sein können. Wir möchten die Kids dazu bringen, sich auch über den Sport hinaus mit der olympischen Idee und ihrer Geschichte auseinanderzusetzen. Wir möchten ihnen die Ideale näher bringen und die Werte vermitteln. Zum Beispiel können die Kinder hier ihr Olympiawissen in einem Quiz beweisen oder ihre Teamfähigkeit bei Geschicklichkeitsübungen auf die Probe stellen. Einige von ihnen haben bereits sehr genaue Vorstellungen, wie ihre Sportlerkarriere verlaufen soll. Ja, mein Ziel ist ja, aufs Sportgymnasium zu gehen nächstes Jahr und da möchte ich auch hin. Und wenn man da schon mal ist, dann hat man auch das Ziel, Olympia dabei zu sein, Weltmeisterschaften, alles. Doch die ansprechend gestalteten Ausstellungen sind längst nicht alles. Das JTFO-JTFP-Freizeitangebot führt die Schüler auch zu Sehenswürdigkeiten der Region, wie Deutschlands höchstem Wasserfall. Oder bietet Gelegenheit, in andere Sportarten hineinzuschnuppern. Eine Besonderheit bietet die Deutsche Olympische Akademie aber noch. Wir möchten den Kids die Gelegenheit geben, nicht nur was über olympische Geschichte zu lesen, sondern eben auch live was zum Anfassen hier dabei zu haben. Und da haben wir die olympische Fackel von Rio 2016 mitgebracht. Und mit der können sich die Kinder dann fotografieren lassen. Eine Erinnerung der besonderen Art. Und wer weiß, vielleicht trägt eines Tages einer dieser Athleten selbst die Flamme zu Olympischen Spielen.